Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Was haben wir heute auf dem Gabentisch? Ganz klar, wir sind immer noch bei den Winterbieren, Weihnachtsbieren und auch bei Festbieren, weil die passen vielleicht auch ganz gut jetzt hier rein. Dementsprechend seht ihr es schon wahrscheinlich am Etikett, und zwar haben wir es mal wieder mit einer Schneiderweiße zu tun. Diesmal hier mit dem Tab 4, ja, die Festweiße. Ja, sieht jetzt nicht so winterlich, nicht so festlich weihnachtlich aus, okay, aber trotzdem, und mit dem Greenscreen, ich hoffe mal, das klappt, so schaut es auf jeden Fall aus. Und ja, ich denke, die können wir uns jetzt mal gönnen. Ich habe auch ein bisschen Bock auf ein Weißbier, bin ich ehrlich. So, Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Weizenmalz und Hefe ist enthalten. Ja. Und ansonsten steht da jetzt erstmal eine Schnur. Doch, ist doch wichtig, 6,2% Umdrehungen haben wir drin. Wir wissen von der Schneiderweiße, die sind schon immer so ein bisschen spezieller, die Biere. Hatten wir auch zuletzt beim Tab 5 festgestellt. Und jetzt mal sehen, wie der Tab 4 so ist. Ich kenne es nämlich noch nicht. Ich würde sagen, machen wir mal auf. So. Und dann wollen wir mal gucken, was da auf uns zukommt. Gläschen ist selbstverständlich schon schön ausgespült. So, Kapsel, ja, ist gedruckt, kennen wir. So kriegt der Sammler. Huch, was ist denn da schon wieder los? Oh Gott, Biersüffler. So hatten wir es nicht beim letzten Mal auch. Es steht immer so unter Druck. Dabei schüttel ich die gar nicht. Aber ich glaube, ich kriege es trotzdem hin, dass wir hier einen schönen Einschank hinbekommen. Aber es ist ja nicht ganz so viel geklickert. Ich habe es nochmal rechtzeitig bemerkt. So. Gar nicht mitgekriegt, ey. Ich wollte gerade nur sagen, kriegt der Sammler. Und habe ich gar nicht mehr mitbekommen. So, jetzt holen wir noch die Hefe da raus und dann betrachten wir uns das Ganze gleich mal. Hast ja schon wieder gekleckert hier, ne? So. Oh, ja, das sieht gut aus. Das sieht schön aus. So. Ja, ein Blümchen, da waren wir wohl ein bisschen zu. Ja. Unachtsam, aber ist nicht weiter schlimm. So, boah, ist ein Bier. Gibt sich erstmal ein Bier zu erkennen. Nichts Verrücktes, nichts Spezielles, nichts Außergewöhnliches. So soll es sein. Auf dem ersten Eindruck sieht es erstmal sehr, sehr schön aus. Von der Blume 1, naja, machen wir mal so, wenn wir normal einschenken würden, anderthalb bis zwei Finger breite Blume. Das Ganze ist schneeweiß, wie ich es erkenne. Mittel bis grobporig, zumindest das, was jetzt hier kommt. Und der Zerfall ist doch ein bisschen schneller. Ich halte es mal eben rein, dass ihr es noch erkennen könnt. Da sehen wir schon, also es zerfällt schon doch recht stark. Bleibt auch nicht wirklich an der Glaswand haften. Ja, so ein bisschen, ja, aber sackt relativ schnell wieder runter. Also vom Blümchen her finde ich es jetzt nicht ganz so hübsch, muss ich sagen. So, schauen wir uns mal an, was haben wir denn da im Glas? Ja, ganz klar, erstmal komplett naturtrüb. Ich kann meine Hand dahinter nicht erkennen. Das heißt, so sieht es richtig schön aus. Ich liebe das, wir wissen das. Und ja, ganz klar, ne, das geht so richtig in dieses Karamellfarbige rein. Das ist so dieses saftige, satte, gelbe Orange, wie gesagt, was nochmal eine schöne Trübung, so eine schöne Hefespirale, die sich nach unten zieht, enthat. Ne? Also das sieht schon richtig toll aus, richtig schmackhaft, alles andere als wässrig. Man könnte auch sagen, es sieht so aus, so wie so Cremefarbe, so cremiger Honig, so in diese Richtung. Ne? Also sehr deep, sehr tief. Sehr, sehr saftig, sehr, sehr schön, aber das sind wir gewohnt, ne, von der Schneiderweiße. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ja, und ein Blumenteppich hat sich tatsächlich gebildet. Der weist jetzt auch keine Löcher oder Inselchen auf. Das ist schon soweit okay. Ja, doch, finde ich gut. Optik, Ästhetik, von der Farbe her, von wie es sich präsentiert, finde ich es sehr, sehr schön. Nur ich gebe einen Punkt Abzug für die Blume. Ich weiß jetzt nicht, ob es am Einschank lag oder woran auch immer. Und ihr wisst ja, ich mag das immer mit der Blume und aus diesem Grund gebe ich dann ein kleines Pünktchen Abzug, folglich 5 von 5 / 6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. So, jetzt wollen wir mal anschnuppern, mal sehen, wonach es schnuppern tut hier. Ja, hopfig auf jeden Fall, das merken wir schon, da ist durchaus Hopfen präsent, sehr floral das Ganze. Fruchtig, ziemlich fruchtig. Auch ein bisschen Säure kann man herausriechen. Hefe natürlich. Und eher, ich sag mal, leicht milderer Malzkörper. Also es riecht jetzt nicht so getreidig.
Ich würde mal so sagen, so in diese Zitrusfruchtrichtung geht das rein, ne? Ich bin mal gespannt, Freunde. Jetzt müssen wir mal einen Antrunk machen. Genau, ihr Lieben. Auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Mal sehen, was das kann. Oh, das hat aber einen Zug drauf, du. Dynamisch. Das Erste, was mir sofort in den Kopf reinschießt, ist dynamisch. Ein sehr dynamisches Bier. Hat einen verdammt guten Zug drauf. Ein bisschen zu viel Kohlensäure für meinen Geschmack. Das ist schon eher ein bisschen arg spritzig. Sehr, sehr spritzig. Das ist auf einer Skala von 1 bis 10 tatsächlich schon 9 bis 10. Das ist schon sehr, sehr prickelnd auf der Zunge. Sehr, sehr spritzig. Dynamisch. Das will sehr schnell getrunken werden. Das merkt man richtig so. Man setzt an. Es hat einen sehr, sehr guten Zug drauf. Im Mundraum durchaus, ja, ich sag jetzt mal samtig tatsächlich. Es ist jetzt nicht so rau. Wirkt vielleicht ein bisschen rauer. Das kommt aber von der Kohlensäure her, die hier drin enthalten ist. Sehr stark enthalten ist. Es perlt hier auch ordentlich. Also schon eher so wie eine Limo, ne? Schon fast. Ja. Von den Aromen her würde ich jetzt fast sagen, dass es so schon ein bisschen selbstbewusster daherkommt, ein bisschen wuchtiger, ein bisschen mehr gewürzt. Und was da jetzt im Detail ist, das müssen wir jetzt gleich nochmal ein bisschen herausfinden. Da wollen wir mal schauen, was da noch so drin steckt. Mal probieren. Ja. Auf jeden Fall wieder ein bisschen was Komplexeres. Ne? Das kennen wir aber von der Schneiderweise. Die sind immer ein bisschen komplexer in der Textur. So ein bisschen spezieller. So auch dieses. Ah, jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Ja, also ich würde sagen, vom Malzkörper her merkt man jetzt so schon ein bisschen was. Also ich habe erst gedacht, so nach, der ist aber ganz schön weit hinten. Aber der kommt tatsächlich doch recht präsent rüber. Es ist so dieses kernige, leicht nach Getreide schmeckende, was aber alles andere als unangenehm ist. Es ist nur halt linear. Ne? Es ist jetzt keine wirkliche Spitze drin, wo man sagt, so, wow, das schmeckt aber extrem nach Weizen oder hey, das ist aber extrem nach Gerste oder vielleicht Roggen oder sonstiges, sondern sehr linear. Das heißt also, da hat man sich ordentlich entspannt, eine schöne Fläche, ja, mit dem Malzkörper ausgebreitet. Fantastisch. Der geht dann sofort über in diese Fruchtnuancen rein. Und wie ich schon angesprochen habe, da haben wir so eine klassischen Vertreter, wie so ein bisschen überreifer Apfel, überreife Birne, ein bisschen was Bananiges ist da drin. Durchaus auch so eine kleine Zitronensäure, mag ich da auch rausschmecken. Und vielleicht sogar noch ein bisschen Pfirsich, so ein bisschen Peach, der aber ein bisschen Lieblichkeit abgibt. Schon, dass man so sagt, so ja, da ist schon ein bisschen was Liebliches noch drin im Fruchtkörper. Tendenz hin aber eher zur Säure. Würde ich jetzt mal sagen. Also ein schönes Zusammenspiel. Hinten raus, von der Hopfung her, habe ich erst ein bisschen was rausriechen wollen. Merke ich jetzt persönlich recht wenig. Da hatten wir auch schon Weißbiere gehabt, wo man noch ein bisschen mehr Hopfung herausgeschmeckt hatte. Hier dafür deutlich wahrnehmbar die Hefe, die auch noch mal ein bisschen Herbe und natürlich ein bisschen Säure von sich abgibt. Und das Ganze, wie gesagt, schön sich vereint mit den anderen Nuancen, die dort gerade beschrieben drin stecken. So, nehmen wir mal ein Schlückchen. Schön vollmundig das Ganze, ne? Das ist schon ordentlich. Das süffelt sich so richtig gut weg, du. Hat einen guten Zug drauf. Also, es ist komplex, aber der Antrunk, der wirkte auf mich wesentlich komplizierter als das, was jetzt tatsächlich im Körper, im Charakter drin ist, in der Textur. Das ist hier sehr, sehr ausgeglichen, sehr gut ausbalanciert. Ich finde auch gut, dass die Hefe so präsent ist, weil die ist wirklich sehr, sehr gut, was man hier wirklich hat. Man hat hier die Säure, die unterstützt wird, die auch von der Hefe natürlich kommt, die Herbe. Und das Ganze verbindet sich wirklich prima hier mit diesen Fruchtnuancen drin. Das finde ich gut. Das wirkt nicht zu süß. Es wirkt aber auch nicht zu sauer. Es ist wirklich sehr, sehr gut ausbalanciert. Das passt sehr gut zusammen. Das finde ich schön. Man könnte auch sagen, es ist nichts aufgesetzt, ne? Im negativen Sinne. Also es ist nichts aufgesetzt. Es ist wirklich sehr, sehr gut ausbalancieren. Finde ich ehrlich. Das ist ein schön ehrliches Bier.
ist auch nicht wässrig oder so, sondern schön saftig. Wobei, man muss dazu sagen, dieser Weizenbock des Tab 5, das war ja noch saftiger gewesen, lieber. Oh, ordentlich. Ja. Schönes Festbier. Doch, glaube ich, kann man als Festbier, als Festweiße durchgehen lassen. Gut, fassen wir zusammen, möchte ich ganz gerne bewerten. Ja, Schneiderweiße, wieder ein bisschen was Spezielleres, wieder ein bisschen was, ja, qualitativ Hochwertiges natürlich, ganz klar. Gute Rohstoffe drin, können wir ganz klar sagen, hatten wir bis jetzt immer gehabt. Geschmacklich als Festbier kann ich mir tatsächlich so vorstellen, besonders natürlich auch zu einem guten Essen. Fisch zum Beispiel würde mir hier einfallen, Weißfisch wäre hier perfekt, weil man hat hier nicht so eine extremen Aromen drin, keine großen Spitzen drin. Zwar selbstbewusst, aber jetzt nicht übertrieben. Ja, deswegen passt das schon, da kann man auch so einen schönen zarten Butterfisch oder so, das würde schon ganz gut passen. Räucherware vielleicht eher weniger, sondern tatsächlich eher so, ja, Weißfisch, so Butterfisch, so in diese Richtung. Salate könnte ich mir auch gut vorstellen, grüner Salat, Tomatensalat mit Basilikum, durchaus auch mediterrane Küche könnte ich mir vorstellen als Begleitung, das sollte schon passen. Für ein Dessert, ja, durchaus, weil es jetzt auch nicht so kräftig ist, zum Beispiel hier immerhin, wir haben hier 6,2% Umdrehungen, die merkst du aber nicht, die sind sehr, sehr gut rausretuschiert und deswegen könnte ich es mir sogar für ein Dessert vorstellen. Objektiv, hohe Qualität. Kann man seinen Gästen anbieten, zweifelsfrei. Subjektiv muss ich sagen, ja, ist gut, aber es ist halt noch kein Highlight. Ne? Wo ich sage, wow, das ist jetzt wirklich ein hedonistischer Hochgenuss. Das würde ich jetzt nicht sagen, aber das ist schon anständig, das ist ordentlich. Und aus diesem Grund möchte ich es auch so bewerten. 5/5/6 möglichen Punkten, das ist es mir wert. Damit ist Biersüffler draußen, abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Biertest. Ciao, euer Biersüffler. Ja, und da kümmere ich mich jetzt noch drum, nicht wahr? Mm-hmm.